Meine Liebe, ab geht's nach Hause. Wir sind jetzt hier, 470, 500 Kilometer zum Spiel gefahren. Ja, hat sich gelohnt. Eigentlich erklären uns die Leute schon für verrückt, weil man für 90 Minuten hier hinfährt. Jetzt fahren wir hier für 45 Minuten hin. Ja, um Spielerbuch zu sehen, ne? Hoffentlich kriegen wir dann die 3 Punkte am grünen Tisch. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, okay, wir sind Rot-Weiß-Fans und na klar freuen wir uns über die 3 Punkte, aber jetzt mal so objektiv betrachtet, wie würdest du das gerade jetzt bewerten ab Minute 44? Das Spiel oder was jetzt passiert ist? Ja, genau, alles. Ab Minute 44, die Schiedsrichterentscheidung und so, wie würdest du das einschätzen? Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Also nur weil man jetzt ein bisschen Bier ins Gesicht bekommen hat, finde ich, muss man keinen Spielerbruch erzeugen. Ja, wir wissen jetzt, glaube ich, nicht genau, was vorgefallen ist. Manche haben auch, ich habe auch irgendwo gelesen. Ja, ich hatte ein Video gesehen schon, wie der das Bier ins Gesicht bekommen hat. Also es wurde ins Gesicht geschüttet. Aber ja, kann man sehen, wie man möchte, ne? Oder betrachten, wie man es möchte. Ja, angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber hat vielleicht auch jemand Stoß geschrieben, weil irgendwelche Spieler wurden auch in der Mixed Zone. Also Rot-Weiß-Spieler wurden irgendwie angegriffen oder von was? Ordnern, oder von Ordnern sollten einige Spieler angegriffen worden sein. Ja. Frage ist, wurden aber auch vielleicht Mitarbeiter angegriffen, ist die Frage dann wieder, ne? Ja, und jetzt geht's ab nach Hause. Mit welchem Gefühl geht's jetzt nach Hause hier? Gemischten Gefühl, weil man nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Ne? Ob wir jetzt hier nochmal hinfahren müssen oder ob wir jetzt halt die 3 Punkte so bekommen. Ne? Wäre ja schön, Münster hat sie letztes Jahr auch bekommen. Wäre auf jeden Fall wichtig, wenn wir die kriegen. Ne? Wäre ja mal Ironie der Geschichte, wenn wir mal von einem Spielabbruch profitieren würden. Ne? Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also sonst sind wir ja von so Schiri-Entscheidungen gefühlt oft total benachteiligt gewesen. Und letztes Jahr gegen Münster den Punktverlust am grünen Tisch. Ja, wir sind halt immer die Buhmänner, ne? Wir kriegen halt nie das, was wir wollen. Ja, also wenn ich das sagen darf, aus meiner Sicht, Schiri-Leistung ein absoluter Witz. Der Elfmeter für uns, ich nehme den mit, klar, aber das war keiner. Der kriegt den Ball, der hat die Hände hinterm Rücken. Der Zwickau-Verteidiger oder in der Mauer. Ja, absoluter Witz und ja, rote Karte, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, war eine riesen Fahne vorher von uns. Und ein Spielerbruch finde ich auch ein absoluter Witz. Aber machen wir nichts, ab geht's nach Hause, nur der RW.